Hallo? Hallo? Hallo, weiter geht's mit The Inner World und wir haben da sowas Tolles bekommen, und zwar die goldenen Ausweise. Damit können wir in die Windkapelle rein und in der Windkapelle können wir bestimmt irgendwas Tolles machen. Ich weiß nicht, was da drin ist, auf jeden Fall ist es eine Kapelle. Also rein damit, los. Ich kann da jetzt rein. Ich möchte da jetzt gerne rein, Steve. Ich habe die goldenen Ausweise. Los, Steve, lass mich rein. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ich habe keine Frage, ich habe eine Bitte. Ich möchte gerne hinein. Oh, nochmal etwas über das Lied. Nein, erstmal ab in die Windkapelle. Wir würden nun gerne die Windkapelle besuchen. Haben Sie denn ein goldenes Ticket? Oh ja. Bitte folgen Sie mir. Ich zucke gerne mit meinem Auge. Kapelle, was haben wir jetzt hier? Oh mein Gott. Ist das nicht traurig? Wenn Sie versteinerte Asposa sagen, meinen Sie wahrscheinlich die lebensecht wirkenden Nachbildungen. Wenn du lebensechte Nachbildung sagst, meinst du wahrscheinlich versteinerte Asposa. Laura, wenn Steve mit der Realität nichts zu tun haben will, dann ist das eine ganz private Entscheidung. Recht vielen Dank. Moment. Ihre Nasen. Sie sind alle so wie du gewesen. Tut mir leid, Flöten. Tut mir leid, Robert. Ist schon gut. Ich kannte sie ja nicht. Oder das, glaube ich zumindest. Sehr, sehr traurig. Schaut euch doch mal die ganzen Flöten da an. Deiner hat ein ganzes verdammtes Saxophon. Hier oben und hier. Total krass. Aber hier sieht man schon richtig krass. Sie wurden alle versteinert. Und scheinbar haben sie sich alle aufgestellt und haben hier rumgeflötet. In dieser Kapelle, das ist die Frage. Müssen wir etwa mit dem Rumpflöten dann irgendwas hier auslösen? Weil, wie gesagt, er sagt uns ja ganz etwas über ein Lied. So, jetzt ist die Frage, wie bekommen wir jetzt hier ein Spiegelbild hin, damit er uns das letzte Teil vom Lied mitteilen kann. Was haben wir denn? Wir haben eine Schale hier. Damit kann ich nichts machen. Kannst du die Riesenschale mitnehmen? Eine leere Schale. Hätten wir eine Flüssigkeit, könnten wir da ein Spiegelbild machen mit dem Nektarinensaft? Was machst du denn hier? Und wer passt auf den Empfang auf? Das weiß ich nicht. So, wir reden jetzt mal erstmal mit dem Steve und wir haben sehr schnell das Spiegelbild bekommen. Das ging ja fix. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Kennt ihr diesen Ort hier? Ob ich ihn kenne? Ich bin hier groß geworden, im Gegensatz zu dir, mein Junge. Ich bin in einem Palast aufgewachsen, in Conroys Palast. Das war der falsche Palast. Das war der falsche Palast. Okay, scheinbar gehören die Flötennasen hier hin und wir sind scheinbar die letzte Flötennase. Dieser Ort hier? Ja, da werden alte Erinnerungen wach, nicht wahr? Wisst ihr, wofür diese Ringe da sind? Natürlich. Bis vor 15 Jahren habe ich sie regelmäßig poliert. Also, wofür sind sie da? Das ist egal. Mittlerweile sind sie vollkommen nutzlos. Er weiß so viel, aber er sagt es uns nicht, weil es eh egal ist. Toll. Was kann der Kegel? Gar nichts mehr. Warum nicht? Weil niemand mehr da ist, der weiß, was er können sollte. Ich dachte, du weißt, was er können sollte. Wisst ihr, wer diese Leute sind? Aber sicher. Neben dem Brunnen steht Okario Boe der Zweite, das Oberhaupt der Dynastie. Daneben sollte eigentlich seine Frau Durea stehen. Vielleicht ist sie gerade einkaufen gegangen. Des Weiteren seht ihr Tritonus und da hinten stehen Fiseme, Septori und Molly. Und ganz unten ist das alte Quartett, rund um Violinus, Decime, Piccolo und Sonata. Klangvoll. Waren das ihre Namen? Also bitte, das sind noch immer ihre Namen. Ja. Immer noch, genau. Da fehlt der Kopf und hier fehlt auch ein bisschen vom Gehirn und hier oben ist gar nichts mehr vorhanden. Und hier sieht auch nicht so gut aus. Ich glaube, das waren ihre Namen. Ist das die Familie, die hier gelebt hat? Sie leben noch immer hier. Naja, kommt wohl drauf an, wie du das Wort Leben auslegst. Die meisten sind auch schon kaputt. Ich weiß. Am Anfang habe ich noch versucht, sie zu reparieren, aber es ist seitdem so still hier.
Weißt du jetzt den letzten Teil von dem Lied? Ich denke mal, mit dem Lied müssen wir irgendwas machen hier, weil die haben ja auch alle rumposaunt. Und? Fällt dir das Lied wieder ein? Ja, ich glaube, ich hab's. Ich erinnere mich an das ganze Lied. Aufhören! Oh ja, das ist es. Hör auf zu singen! Das Lied darf nicht mehr gesungen werden! Ach, ist das schön. Habt ihr gerade eben da oben gesehen? Achtet mal drauf, da oben, hier. Das fängt an zu leuchten, wenn er rumsummt. Kannst du dieses Lied nochmal singen? Na klar doch. Seht ihr? Hör auf zu singen! Das Lied darf nicht mehr gesungen werden! Oh, wie falsch du liegst, alter Freund. Es muss gesungen werden. Diese Hallen waren viel zu lange still. Komm, Junge, wir bringen diese alten Mauern zum Beben. Ja, wie soll ich denn jetzt... Okay, wir müssen scheinbar diese Melodie, diesen mit unserer Flötennase nachmachen, beziehungsweise irgendwie versuchen, näherzustellen. Das Problem ist, ich glaube, ich kann nichts machen. Erstmal nehmen wir hier den Kristallsplitter mit. Also wir haben erstmal alles fertig für den Keks, denke ich mal. Damit wir etwas backen können. Wenn wir jetzt hier anfangen, wie der Steve wieder durchdreht, man darf hier nämlich nicht singen oder rumposaunen, wie auch immer. Ruhe! Seht ihr, es geht nicht. Können wir vielleicht die Pilze in sein Ohr reinstecken, damit er das nicht hört? Nein, vielen Dank. Ich darf keine Geschenke von Gästen entgegennehmen. Kann Laura den hier ablenken? Kannst du ihn nochmal ablenken? Naja, mit den Ohrstöpseln müsste es gehen. Viel Glück. Alles klar, du darfst mich vollquatschen. Kekse! Sehr schön, können wir jetzt zurückgehen und können wir vielleicht den Keks dann herstellen? Er redet die ganze Zeit über Kekse. Vielleicht werden wir ihn jetzt wieder Ruhe geben und uns machen lassen, was wir wollen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie diesen Keks herstellen. Ich glaube, das ist die jetzt haben. Dieser Keks, der hat irgendwas zu bedeuten. Das heißt, wir packen das hinein. Wir packen das hinein. Wie es immer umständlich aus seiner Hosentasche rausholen muss. Wir packen die Schokoflocken rein. Und fangen jetzt an zu rühren. Fertig ist der Teig. Sehr schön, jetzt haben wir Teig, oder nicht? Müssen wir noch rausnehmen den Teig. Jawohl. Der Teig ist fertig. Jetzt müssen wir bestimmt den Teig irgendwie durchrollen. Das mache ich nicht. Dann eben nicht. Dann müssen wir den Teig quasi sofort in den Ofen stecken. Ich brauche eine Backform. Du brauchst eine Backform, dann nimm das hier. Meine Fresse. Geht doch. Da reinführen bitte. Wir erstellen quasi einen Keksschlüssel. Ich habe es schon vorher reingesagt und man muss es machen. Sehr schön. Der sieht ziemlich lecker aus. Wie der Ludwig lecker. Was müssen wir denn mit dem Nudelholz machen? Ich weiß es nicht. Nur die Steine reinkloppen. So, rein damit in den Ofen. Jawohl, es geht voran, Leute. Backstunde. Ofen ist beladen. Sehr schön. Jetzt die Käfer beleidigen. Machen wir sehr gerne. Kochkäfer. Conroy, mein Mann, da waren wir schon. Das heißt, wir beleidigen sie wieder. Wie soll ich das hatten wir auch schon. Deswegen überspringe ich das mal eben schnell. Und jetzt sollten sie anfangen. Bitte einmal den Teig durchbacken. Oder unseren Schlüssel. Unseren Keksschlüssel. Der Ludwig lecker. Der Schlüssel sollte fertig sein. Wie bekomme ich sie jetzt wieder kalt? Ach ja, Komplimente. Hey Käfer, was ist schwarz und glänzt und ist toll? Richtig, ihr. können wir den Ofen jetzt so anpacken? Ist es nicht heiß? Der Schlüssel ist fertig gebacken. Riecht großartig. Aber wie hole ich ihn da raus? Mit deiner Hand. Au, der Ofen ist viel zu heiß. Dann eben unser Allzweckmittel, was wir die ganze Zeit haben, unsere Conroy-Handpuppe. Brenn, Conroy. Wie die schon aussieht. Sieht aus wie das Original und riecht nach Zimt. Und du wanderst zurück in meine Tasche. Jetzt ist er auch noch verbrannt.
Oh, diese Handpuppe, die hat sehr viel mitgemacht und war uns die ganze Zeit ein treuer Freund. So war's. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Ein gebackener Schlüssel. Jetzt ist die... Ach, wir können jetzt... Ich weiß wie. Ich weiß schon, wie es läuft, Leute. Ich habe das Spiel durchgespielt. Nein. So langsam ergibt es alles einen Sinn. Wir gehen jetzt zurück in den Palast, beziehungsweise in die Ruin. Also Laura kann quasi aufhören, ihn abzulenken. Und dann können wir hier alleine hingehen, weil wir haben den Schlüssel. Er muss ja nicht aufschließen. Wir können ja in den Innenhof so gehen, ohne... Also kann er jetzt aufhören, oder sie kann aufhören, ihn abzulenken. Danke, Laura. Das sollte reichen. Vielen Dank, Steve. Das war wirklich sehr uninteressant. So, und jetzt können wir zurückgehen. Na, ihr wollt zurück? Folgen Sie mir. Ich komme, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt können wir normalerweise normal in den Innenhof gehen. Können wir auch, ohne dass Steve... Laura ist noch dabei und wir können jetzt einfach den Schlüssel hier benutzen. Ich hoffe, er bricht nicht ab und wir haben ihn vorher abgebissen und wir können jetzt das Tor hier aufmachen. Oh, das klappt ja tatsächlich. Natürlich sehr logisch, mit einem Keksschlüssel das Ganze aufzumachen. Das muss sehr harter Teig sein. Obwohl, das war ja fast kein Teig, das war einfach mal angerührt aus Zement fast. Von daher können sowas eigentlich normalerweise nicht verarbeiten. Egal. So, wir haben uns noch gar nicht hier die ganzen verstandenen Aspose angeschaut. All diese versteinerten Asposer haben die gleiche Nase wie ich. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass die Antwort alles nur noch schlimmer machen würde. Und ich glaube, Conroy hat, glaube ich, alles damit zu tun. Damit kann man nichts machen. Das ist blöd. Hier ist noch einer, der versteinerte Super-Asposer, die Nummer 1, der Boss. Nein, er ist viel zu kaputt. Wenn ich ihn anfasse, fällt er noch auseinander. Das ist blöd. Ein versteinerter Asposer. Hey, er hat genau die gleiche Nase wie ich und die gleichen Augen. Wer er wohl war? Das war der höchste Asposer, den es gab. Und er hat die gleiche Nase und die gleichen Augen wie Robert. Kann das sein, dass es Roberts Vater ist? Es könnte Roberts Vater sein. Kristalle. Was für schöne Kristalle. Es wäre sehr schade, wenn ihnen etwas zustoßen würde. Oh ja. Hier haben wir die Ringe. Seltsames Gebilde. War es das, was Lauras Vater meinte? Das sieht fast aus wie die Skizze im Empfang. Oh ja. Phosphos. Da hat irgendwer etwas eingeritzt. Aber man kann es kaum erkennen. Das ist ein Phosphos. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Nichts. Oh, das sind alle hier Phosphos. Wie man sieht, und man weiß ja, sobald irgendwie was mit der Flötennase bzw. mit der Nase passiert, gehen die Phosphos irgendwie leuchten die. Wir können jetzt auch hier rumspielen, machen wir gleich. Ich möchte jetzt noch eben den ganzen Raum erforschen, bevor wir versuchen dann das mit der Nase, mit dem Riecher. Wir hatten nämlich hier noch, genau, den Windbrunnen. Der sagenumwobene vierte Brunnen. Er ist genauso versiegt wie die anderen. Das ist blöd. Aber haben nicht die Forscher mit den Papierfliegern, wo wir tausende verschiedene Papierflieger sammeln mussten, und natürlich wir mussten das machen, beziehungsweise Laura. Danke, Laura, du bist ein Schatz. Haben die nicht gesagt, dass der Windbrunnen aktiv ist? Die haben doch Aktivität gemessen mit den Papierfliegern, oder sehe ich das falsch? Nein, mir ist gerade nicht danach, mich in den Tod zu stürzen. Was denn mit Laura? Hat die noch weitere Informationen? Hey, Laura! Ja, über den Windbrunnen, sehr schön. Oder Windkapelle. Was glaubst du, ist der Sinn dieser Windkapelle? Ich glaube, sie wurde nur für den Windbrunnen gebaut. Ich habe das Gefühl, dass es mit diesen Flötennasen einiges auf sich hat. Das glaube ich auch. Was hat dein Vater mit der Zeichnung gemeint, die im Empfang hängt? Ich weiß es nicht. Es sieht nicht wie irgendeine seiner Erfindungen aus. Aber was wollte er uns damit sagen? Wenn ich das wüsste, würden wir hier nicht dumm rumstehen. Ja, das glaube ich auch. Ja, dann werden wir jetzt mal versuchen, gleich hier loszulegen, und zwar mit unserer Flötennase das Ding hier zu aktivieren. Man hat ja gesehen, wo es rumgesummt hat, dass die Dinge angehen. Ich denke mal, dass sie irgendeine bestimmte Kombination machen muss. Zur Not müssen wir nochmal den Steve oder Pete herholen, damit das vorsummt, damit wir uns das irgendwie merken können oder so. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Würde mich natürlich wieder freuen, wenn ihr das Ganze bewertet, kommentiert und weiterleitet. Tschüss.